Wir müssen durch die Kaserne zum Torhebel. Thank you.
seid ihr gekommen, um... Gut. Die Eterna sind Abkömmlinge der Seele. Das macht. Du schaffst das. Zahl ihm alles. Ein hübsches Spektakel, findet ihr nicht? Das unterdrückte Volk erhebt sich gegen seinen Pein. Ja, das ist der Weisheit letzter Schluss. Ihr kommt mit mir in den Palast. Kim und ihr seid vielleicht die begabtesten Schüler, die der Orden je hatte. Merkt. Sieh an. Da vorne steht ja das Objekt meiner Begierde. Feigling! Los, ihr müsst ihn verfolgen! Ich kümmere mich um die Magier! Ziemt es sich denn für den Verräter auch noch zu fliehen? Hat er nicht einmal den Mut, sich mannhaft seiner Strafe zu stellen? Den Mut hätte ich wohl. Allein mir fehlt die Torheit. Es mangelt euch vor allem an Demut und Ehrgefühl. Ihr, die ihr Arantial befreit habt, glaubt nicht, dass ihr damit irgendetwas zum Besseren gewendet habt. Schwätzer! Was könnte ehrenvoller sein, als den Verräter zum Schafott zu führen? Er wird euch belügen. Das sagt ein Lügner selbst! Mag ich nun auch sterben, der Nächste werdet ihr sein. Lasst ihn nicht entwischen. Ich bin gleich bei euch. Mein Reich! Dies alles fällt nun jemandem in die Hände, der glaubt, er wäre der Menschheit letzte Rettung. Ein Narr ist er! Verblendet ist er! Ein Narr? Auch das kränkt mich doch schon ein bisschen. Was auch passiert, Arantial, ich habe richtig gehandelt, indem ich mich von dir abwandte. Du wirst wieder scheitern, genauso wie damals. Den letzten schlechten, leeren Augenblick. Der Arme wünscht, ihn festzuhalten. Jetzt, losgelöst von allem Glück, umringt von seines Albtraums fleischgewordenen Gestalten. Nicht du wirst mich töten! Eher vollbringe ich dies selbst! Die Uhr steht still. Du bekommst mich nicht! Steht still. Sie schweigt wie Mitternacht. Du bekommst mich nicht! Der Zeiger fällt. Ah!
Welt. Es ist vollbracht. Barateon ist gefallen. Sogar wörtlich. Jetzt ist der Hemmschuh des Ordens kein Hindernis mehr. Gehen wir nach unten. Jetzt, da ich mich voll darauf konzentrieren kann, die Vorherbestimmung des Tel Imaltat zu erfüllen, benötige ich etwas, das mir genau dabei helfen soll. Nun kann ich nicht behaupten, dass mir die Voraussetzungen, ein Schattengott zu werden, nicht hinlänglich bekannt wären, weshalb ich dieser Niederschrift eigentlich nicht bedürfte. Ihr und Kim werdet die Niederschrift bergen. Ich selbst habe sie einst aus der Bibliothek Treomars in eine Festung bringen lassen, nachdem es mir gelungen war, den lichtgeborenen Erodan zu töten. Die Paladine aus dem Heer der Lichtgeborenen, die sich mir in den Weg stellte, sie weilen immer noch dort. Es ist ihnen nicht möglich, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Ihr ganzes Sein ist nur darauf ausgerichtet, alles und jeden daran zu hindern, die Schrift zu entwenden. Dinge, über die ich mir Gewissheit verschaffen muss. Aber ich schweife ab. Die Festung jedenfalls liegt ganz im Norden Nehrims. Früher benutzten sie diese verblendeten Paladine als Gebetsstätte an ihren Schöpfer. Ach ja, und eines noch. Die Paladine sind mehr oder weniger untot, also könnt ihr sie nicht auf herkömmliche Weise töten. Soll ich euch beide sofort in den Norden verfrachten? Dann enttäuscht mich nicht. Wir können ja die Einheimischen fragen, wo die...
wehrhafter als du. Das wirst du bitter bereuen. Das wirst du bitter bereuen. Thank you.
Haltet ein! Ihr habt... Nicht viele Fragen dieser Tage nach der alten Festung. So, da habt ihr sie. Ah. Ich bin gerade auf der
wenn ihr Heilmittel und...